Zur absoluten Grundausstattung in jeder Werkstatt gehört eine richtig gute Bohrmaschine. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn man Metall bohrt, ist es natürlich am besten, wenn man eine schöne, richtig große Ständerbohrmaschine hat. Die hat nur zwei Probleme. Das erste große Problem, die nimmt natürlich viel Platz weg. Und das zweite Problem ist, die kostet natürlich. Und da gibt es die richtig schöne alternative Tischbohrmaschine. Allen voran die PBD40 von Bosch. Das ist so der Urvater der Tischbohrmaschinen und alle anderen kupfern das ab. Alle anderen haben diese Bauform nachgemacht. Und da gibt es heute so unglaublich viele Varianten. Ich habe heute hier zwei Varianten und ich möchte diese drei Tischbohrmaschinen mal miteinander vergleichen. Denn ich habe im Prinzip diese Parkside-Tischbohrmaschine seit über 3 Jahren im Einsatz. Die gibt es leider in der Form nicht mehr. Die moderneren Versionen, die sind deutlich schlechter. Also die kann ich wirklich nicht empfehlen. Die ist aber wirklich sehr empfehlenswert. Bis so auf 2, 3 Punkte. Und da hoffe ich, dass diese beiden Bohrmaschinen das hier wirklich deutlich besser machen. Und wer mich jetzt kennt, der weiß, wir werden hier nicht irgendwo die Datenblätter miteinander vergleichen und werden gucken, ob wir da irgendwas finden und bohren überhaupt nicht. Wir werden wirklich mit den Tischbohrmaschinen bohren, werden die wirklich mal vergleichen. Das heißt im Prinzip, was stört mich an dieser Parkside-Tischbohrmaschine? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wenn ich damit Metall bohre, dann geht die Drehzahl auch mal in die Knie. Da hoffe ich, dass die beiden Kollegen das besser machen. Und ich habe hier natürlich ein grottenschlechtes Futter verbaut in der Form. Das ist auch von der ganzen Bauform her schlecht. Man kann hier wirklich schlecht sein Werkzeug spannen. Das sorgt dafür, dass sich hier immer mal wieder was löst. Und dann gibt es immer wieder die Aussage, dass viele Leute sagen, die Säule neigt sich nach hinten. Das wird oft bei der Bosch bemängelt, das wird hier bei der Parkside bemängelt. Bei der Bosch oder bei der Weldinger Tischbohrmaschine, die ist noch ganz neu, da kann noch keiner was bemängeln. Da werde ich das natürlich auch mal kontrollieren. Das heißt, wir wollen die Bohrmaschinen mal richtig belasten, wollen damit bohren, wollen gucken, welche ist davon wirklich empfehlenswert. Und lohnt es sich für mich, dass ich jetzt von dieser Parkside-Tischbohrmaschine auf die Bosch PBD40 oder die Tischbohrmaschine TB2500 von Weldinger umsteige. Das sind so zwei Kandidaten, habe ich mir beide ausgeliehen und ich werde heute wirklich für mich die Entscheidung treffen, ob ich eine von den beiden Bohrmaschinen nehme oder ob ich wirklich die hier behalte. Fairerweise muss man sagen, wie gesagt, seit über 3 Jahren im Einsatz. Ich habe da immer mit vernünftig gearbeitet und die Qualität stimmt da wirklich. Und wenn man sagt, für den Preis, also 130 € habe ich, glaube ich, damals dafür bezahlt, ist die wirklich alles andere als schlecht. Wie gesagt, wenn man sich eine Tischbohrmaschine kauft, dann ist das sehr bezahlbar. Wir reden hier von 250 € bei den beiden Modellen. Wie gesagt, hier 130. Wenn ich mir jetzt eine Ständerbohrmaschine kaufe, unter 1000 € kriege ich da auch wirklich nichts gebraucht. Und das sind dann wirklich sehr, sehr alte Modelle. Was Modernes hier zu bekommen, ist wirklich nahezu unbezahlbar. Wenn ich mir jetzt die Daten von diesen Tischbohrmaschinen angucke, dann ist das wirklich extrem gleich. Das heißt, ich habe hier bei Bosch 710 Watt als Leistung, habe hier bei Parkside 710 Watt und bei der Weldinger Tischbohrmaschine habe ich 800 Watt, also geringfügig mehr. Ich habe hier eine Drehzahl von minimal 170, maximal 2600. Ich habe hier 200 und hier genauso 200 und habe maximal 2500. Also schon sehr, sehr vergleichbar. Ich habe das Ganze mal ein bisschen mit dem Drehzahlmesser verglichen und da sieht man auch, dass die Drehzahlen bei den beiden Maschinen wirklich sehr genau hinkommen. Hier hat man leichte Abweichungen. Also man kann im Prinzip wieder sagen, von den Drehzahlen völlig vergleichbar. Man hat hier ein bisschen weniger Leistung als bei der Tischbohrmaschine und da ist natürlich auch die Frage, ob man das hinterher beim Bohren wirklich merkt. Das heißt, ich habe hier natürlich schon ein bisschen mit den Bohrmaschinen rumgespielt. Man hat hier vernünftige Futter, die man auch wirklich vernünftig verriegeln kann. Das ist wirklich ein Genuss. Allein deswegen lohnt es sich für mich hier schon, wirklich hier ein bisschen mehr Qualität zu kaufen. Das heißt, mich für eine von den beiden Bohrmaschinen zu entscheiden. Die Futter kann man hier ganz einfach festspannen mit der Hand, kann das Ganze verriegeln. Man hat hier auch wirklich genug Platz, dass man auch genug Angriffsfläche hat, wenn ich das mal so sagen kann. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil gegenüber der Parkside-Tischbohrmaschine. Und allein deswegen lohnt es sich für mich natürlich schon, dass ich eine von den beiden Tischbohrmaschinen in Zukunft benutze. Thema Rundlauf ist natürlich auch immer sehr interessant. Ich habe den Rundlauf bei allen drei Bohrmaschinen verglichen. Und wenn man das miteinander vergleicht, dann merkt man relativ schnell, dass alle drei wirklich sehr genau sind.
Ich habe hier dafür eine digitale Messuhr, die benutze ich schon seit längerem, ist wirklich sehr empfehlenswert, ist sehr bezahlbar, kostet so um die 20 Euro. Damit richte ich normal Bauteile aus, die ich in der Form schweißen will. Wenn ich hier normal gucke, wie der Rundlauf ist, dann lote ich einfach über die Kante rüber, gucke mir das Ganze an. Das reicht normal für das, was ich mache, vollkommen aus. Ich habe hier einen gezogenen Rundstahl. Ich habe den immer in die gleiche Höhe von 150 mm das Futter. Habe den hier komplett rausgucken lassen in der Länge. Also das ist schon sehr vergleichbar. Und man sieht von wegen, Parkside ist da wirklich auch sehr genau. Genau wie Bosch. Das ist wirklich also sehr vergleichbar. Minimal genauer war die Weldinger Tischbohrmaschine, aber das ist wirklich minimal. Also mit den Messmitteln, die ich hier zur Verfügung habe, habe ich hier eine gute Rundlaufgenauigkeit, habe da wirklich minimale Abweichungen. Damit kann ich für das, was ich hier mache, problemlos leben. Dass hier irgendwer einen Ausreißer hat oder so, das war mir auch, hatte ich die ganzen Jahre auch nie bei der Parkside Tischbohrmaschine kontrolliert, habe da aber auch immer sehr genaue Messergebnisse hinbekommen. Was man bei allen dreien ein bisschen bemängeln kann, von wegen, wenn man die fest hat, von wegen, man hat hier immer so ein leichtes Spiel. Das ist hier auch bei der Bosch Tischbohrmaschine, ich hoffe, man sieht das hier, ist das auch wirklich gegeben. Wenn man den Korpus hier ein bisschen bewegt, von wegen, dann merkt man, dann wackelt das Ganze. Und das merkt man natürlich auch beim Bohren. Das sieht man hier bei der Weldinger Tischbohrmaschine auch, ist aber auch wieder bei allen gleich. Ich denke mal, ein bisschen Spiel muss sein, dass ich das hier vernünftig bewegen kann. Was jetzt ein ganz großer Unterschied ist, und das sieht man natürlich auch sehr schnell hier, ist die Form der Bedienung. Und das ist natürlich so eine Sache, das hat mich auch immer ein bisschen gestört. Das heißt, ich habe hier von wegen dieses Element hier, von wegen habe die zwei Seiten als Griff. Es reicht im Prinzip, ja. Es reicht, es hat mich nie so irgendwo von der Arbeit abgehalten, aber ganz ideal ist es natürlich nicht. Da hat hier Bosch dieses Rad und dieses Rad kann man, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, das kann man lieben oder man kann es hassen. Viele bauen das auch in der Form um. Es gibt extra bei Amazon und bei eBay da Umbausätze. Und wenn die Leute sich das umbauen, dann kommen die hier an diese klassische Variante. Und auf die setzt hier auch Weldinger. Und das ist natürlich für mich auch die schönste Variante. Das ist für mich schon mal ein Grund, dass ich mich hier ein bisschen mehr an diese TB 2500 ranwage. Ich finde das mit diesem Rad auch so ein bisschen ungünstig. Man hat natürlich in allen Varianten hier immer einen Angriffspunkt, aber so richtig schön von der Kraft her ist das nicht. Das heißt, von wegen hier habe ich einen vernünftigen Hebel, habe in allen Bereichen immer wieder diesen Hebel. Das ist auch, was die klassischen Ständerbohrmaschinen haben. Und das finde ich natürlich vom Konzept her am besten. So eine Bohrmaschine ist jetzt im Prinzip innerhalb von 1-2 Minuten erklärt. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel zur Anzentrierung einen Laser. Der ist bei der Parkside-Bohrmaschine sehr ungenau. Bei der Weldinger und der Bosch-Bohrmaschine ist der wirklich sehr genau. Zusätzlich habe ich hier immer noch eine Arbeitsplatzbeleuchtung. Die ist wirklich bei Bosch mit Abstand am hellsten. Ist bei Parkside und bei Weldinger etwas weniger von der Intensität. Das sieht man auch, wenn man das Ganze anmacht. Von wegen, man hat hier bei Bosch wirklich die helleren Lampen. Ansonsten Bedienelemente. Wie gesagt, ich habe hier die Lampe, das ist bei allen dreien wirklich gleich, die Lampe. Ich habe den Laser zum Ausrichten, der ist wie gesagt bei Bosch und bei Weldinger sehr genau. Ich habe dann hier die Möglichkeit zwischen der Tiefe und der Speed zum Beispiel. Also einmal sehe ich dann hier wirklich die Drehzahl, aber halt nur, wenn ich das Ganze einschalte. Und ich habe dann hier die Tiefe und kann die Tiefe wieder auf 0 kalibrieren. Ich habe hier noch einen mechanischen Tiefenanschlag, den ich einstellen kann mit dem Hebel. Ist wirklich auch hier bei allen völlig gleich. Ich habe hier das nur von den Elementen, die ich hier einsetze, so ein bisschen anders. Und dann habe ich hier einmal den Hebel. Damit kann ich diesen ganzen Körper arretieren oder halt lösen und kann mir jetzt die Arbeitshöhe einstellen. Wenn ich die Arbeitshöhe habe, drehe ich das Ganze hier im Prinzip fest. Und dann kann ich mit der kleineren Arbeitshöhe, jetzt habe ich es nicht richtig festgedreht, doch, kann ich dann mit dieser kleineren Arbeitshöhe arbeiten. Das ist bei allen drei Bohrmaschinen wirklich das gleiche Prinzip. Das heißt, Bosch hat es einmal erfunden, Bosch hat es einmal sich ausgedacht und alle anderen machen das in der Form nach. Von der Funktion her oder so. Es ist natürlich hier von den Bedienelementen alles so ein bisschen einfacher. Das ist relativ einfach vom Kunststoff her. Das ist schon so ein bisschen höherwertiger. Und hier hat man das Ganze halt in der Form ein bisschen besser nochmal gemacht. Hier habe ich einen richtig schönen Metallhebel in der Form. Aber im Prinzip alles das gleiche System, innerhalb von kürzester Zeit wirklich erklärt. Man kann damit ganz einfach arbeiten. Ich denke mal, mit sowas kann wirklich jeder vernünftig bohren.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das messen, ob sich so eine Säule wirklich nach hinten verschiebt? Ich habe das hier mal so aufgebaut. Das heißt, hier oben ist die Messuhr dran. Und die Messuhr wird uns ganz genau sagen, was dann hier in dem Moment passiert. Die ganze Bohrmaschine ist hier am Tisch festgeschraubt. Das heißt, sieht man hier in der Form, ist sie festgeschraubt. Ich habe hier eine ganz normale Personenwaage. Ich wollte eigentlich eine Küchenwaage nehmen, aber bei 5 Kilo passiert hier wirklich noch nichts. Und hier kann ich jetzt einfach mit 25 Kilo arbeiten. Das ist für mich so ein Druck, wo ich merke, ich habe so ein bisschen ausprobiert, ein bisschen rumgespielt. Das ist so ein Druck, wo ich merke, wenn ich so richtig intensiv bohre, dann bin ich hier bei 25 Kilo. Was da so ein Druck hier auf der Personenwaage aufgebaut wird. Und bei 25 Kilo werde ich bei allen drei Bohrmaschinen mal gucken, wie viel sich hier was tut. Dass sich da ein bisschen was tut, da gehe ich hundertprozentig von aus. So steif ist das Ganze nicht. Das ist nie so steif, wie gesagt, wie an so einer richtigen Säulenbohrmaschine. So, ich gehe hier mal bis auf 30 Kilo. 30 Kilo ist jetzt schon, dass ich hier richtig drücke. Und dann sieht man hier sogar 31, dann bin ich bei 0,88 Millimeter Abweichung. Was wir da nach hinten drücken, das ganze System. Jetzt als zweites das gleiche hier mit der Bosch Tischbohrmaschine. Wie gesagt, es ist auch wieder hier verankert. Es ist der genau identische Aufbau. Es ist genau die identische Höhe. Die Messuhr steht bei 0,04. Man schafft es kaum, weil das System jetzt so filigran ist, dass man hier das irgendwo auf 0 stellt. Wenn man auf 0 stellt, ist es immer wieder eine kleine Anzeige. Aber wie gesagt, und jetzt gebe ich hier wieder 30 Kilogramm am Druck. Man sieht schon, das ist locker mal das Doppelte. Und was man hier merkt, man muss sich noch mal deutlich mehr anstrengen, dass man hier die gleiche Kraft aufbringt. Also mit dem Rad ist es schwieriger als mit den Hebeln. Und ich bin hier so bei 1,5. Bei 1,5, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen mehr drücke, dann bin ich auch bei 1,6. Also es ist schon deutlich mehr, dass das System hier in irgendeiner Form nach hinten abweicht. Ob das jetzt so relevant ist fürs Bohrergebnis, diese 1,6 mm, wenn man manchmal im Internet liest, dann hat man das Gefühl, hier werden irgendwo 10 mm, die nach hinten weggehen. 1,6 und 0,8 ist schon ein Unterschied. Und das hätte ich im Prinzip nicht für möglich gehalten. Hier erstmal kann ich mit dem Parkside-Gerät deutlich einfacher Druck drauf bringen als mit diesem Ring oder mit diesem Rad. Und auf der anderen Seite ist es deutlich genauer. Also es ist vergleichbar mit dem Weldinger-Gerät. Wir sind hier bei 0,7. Wenn ich hier den Druck nochmal deutlich erhöhe, hier fast auf 40 Kilo drehe, gehe bei der Waage oder so hier leicht über 40 sogar, dann erhöht es sich nochmal auf 1,2. Aber im Prinzip bin ich hier wirklich bei den 30 Kilo, die ich jetzt bei den beiden anderen Geräten auch benutzt habe, bin ich ungefähr bei 0,7. Also es ist wirklich nicht die Welt. Hätte ich nicht gedacht, dass das doch so genau ist. Da sieht man mal, wie man sich auch verrückt machen lässt, wenn man im Internet die vielen Kommentare liest und dann schreibt einer, bei mir geht die ganze Welle hinten weg, vielleicht, oder die ganze Säule hinten weg. Vielleicht ist die Maschine dann auch nicht vernünftig verankert in der Form. Also muss man immer wirklich gucken. Und wie gesagt, ich habe es mal hier ausprobiert. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das vernünftig aufbauen kann. Habe es mit der Messuhr hier ausprobiert. Und man sieht halt, ob das Messergebnis hundertprozentig genau ist, kann ich nicht sagen. Aber man sieht den Vergleich der verschiedenen Geräte, weil der Versuchsaufbau jedes Mal völlig identisch ist mit meiner schönen Personenwaage hier. Die Waage geht jetzt schön wieder in mein Badezimmer und wird dann die nächsten Jahre wieder ignoriert. Wenn ich jetzt mit den Tischbohrmaschinen bohre, dann trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Was habe ich mit den Tischbohrmaschinen gemacht? Ich habe hier immer diese 6 mm Stahlbleche. Ich habe einmal einen 10er Bohrer genommen, habe drei Bohrungen eingebracht, habe dann diese drei Bohrungen mit dem 12,5 mm Bohrer aufgebohrt, anschließend eine Lochsäge genommen und habe eine 30er Bohrung bzw. zwei 30er Bohrungen in diese 6 mm Platten eingebracht. Bei der Parkside-Bohrmaschine habe ich hier zwei Löcher gebohrt, habe dann hinterher eine 30er Bohrung nur eingebracht. Man merkt relativ schnell, dass es da einen gewaltigen Unterschied gibt. Das heißt, wenn ich die 10er Bohrungen einbringe, dann merkt man schon, wie die Drehzahl leicht in die Knie geht. Das ist ein Punkt, wenn ich das Ganze mit 12,5 aufbohre, bei den 10er Bohrern hier, da habe ich hier diesen schönen angefrästen Schaft. Das hält das Futter. Bei dem 12,5er habe ich das hier in der Form nicht. Das hält das Futter dann nicht mehr. Das ist wirklich ärgerlich. Das hakt dann irgendwann ein bisschen und dann dreht der Bohrer durch und dann kann man das Ganze wieder anhalten, kann hier das Futter nachziehen. Das ist wirklich nervig. Und wenn ich dann mit der 30er Lochsäge die Bohrung einbringe, dann hält die Drehzahl überhaupt nicht. Das heißt, ich kenne das schon aus
Erfahrung. Ich muss hier wirklich eine 300er Drehzahl einstellen, obwohl ich nur 250 brauche, weil die Drehzahl, wenn ich ein bisschen drücke, wirklich massiv in die Knie geht. Und das ist natürlich ein bisschen sehr, sehr nervig, damit zu arbeiten. Da ist das wirklich ein Genuss, wenn ich das mit den beiden mache. Ich habe das Gleiche mit der Bosch gebohrt, von wegen 10er Bohrung überhaupt kein Problem. 12,5er aufbohren, auch kein Problem. Ich kann den Bohrer hinterher beim Futter lösen, wirklich mit einer Hand ganz normal den Ring verstellen und dann kann man das öffnen, kann den Bohrer rausnehmen. Ist ein absoluter Genuss, mit so einem Werkzeug zu arbeiten. Die 30er Lochsäge eingebaut, damit zwei Bohrungen durchgeführt, geht auch super. Die Drehzahl bleibt absolut konstant, das heißt, die wird je nach Belastung nachgeregelt, macht das Gerät wirklich toll. Man merkt einen riesengroßen Unterschied bei allen drei Maschinen. Das heißt, die Parkside-Maschine, da arbeitet dieser ganze Korpus, wenn man damit bohrt, wenn man gerade auch mit der 30er Lochsäge bohrt, das haben die beiden Maschinen nur minimal. Ganz so steif wie bei einer richtigen Ständerbohrmaschine ist das hier definitiv auch nicht. Da fehlt auch völlig die Masse, da fehlt völlig das Gewicht. Aber die bleiben relativ ruhig dabei im Bohren. Bei Parkside merkt man das schon deutlich, dass sich da einiges tut. Ja, Lochsäge funktioniert, wie gesagt, hier bei der Bosch auch gut. Bosch wirklich tolles Werkzeug. Ähnlich verhält sich das wirklich bei der Wellinger. Damit kannst du bohren. Die Drehzahl bleibt wirklich konstant. Ich habe hier auch dreimal gleich die 10er Bohrung eingebracht, dreimal die 10er Bohrung mit 12,5 aufgebohrt, habe dann mit der Lochsäge hier zwei 30er Bohrungen eingebracht. Das funktioniert wirklich gut. Wir können gleich nochmal bei den 30ern messen, wie groß die Unterschiede da sind. Aber im Prinzip, wie gesagt, lässt sich mit beiden Bohrmaschinen sehr gut bohren. Einzigster riesengroße Unterschied, den man hier wirklich feststellt, ist A, das Kreuz. Das ist dann auch der Unterschied, weswegen ich mich für die Wellinger Bohrmaschine entscheiden werde. Und der zweite große Unterschied ist der Tisch. Man merkt das hier wirklich bei der Bosch, ist das Ganze größer und das ist natürlich noch mal ein bisschen schöner. Wenn ich hier mit meinem Maschinenschraubstock arbeite, also am liebsten würde ich mir die Platte an das Gerät schrauben, dann wäre es für mich perfekt. Und was ich hier natürlich auch toll finde, ist diese Arbeitsplatzbeleuchtung. Die ist hell, die ist schön, die ist hier dann wirklich nicht ganz so hell. Also sie könnte noch eine Nuance heller hier sein, aber im Prinzip wirklich zwei sehr schöne Bohrmaschinen. Wenn man überlegt, so 250 Euro, da bekommt man hier wirklich schon ein anständiges Gerät. Da ich beide Geräte wirklich super finde, werde ich die hier unter verlinken. Die Bohrmaschine, wie gesagt, für den Preis ist sie im Prinzip auch okay, aber man merkt schon so die Unterschiede, man merkt schon so diese kleineren Defizite. Die kann ich nicht hier unter verlinken, weil es die aktuell nicht gibt. Ich messe das Ganze jetzt hier nochmal aus. Das werde ich auch nochmal hier einbringen. Natürlich, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Ich habe mal versucht, das auszuprobieren, was wirklich relevant ist und nicht irgendwo nur das Datenblatt vorzulesen. Und wie gesagt, beide Bohrmaschinen haben mir in dem Fall sehr, sehr gut gefallen. Beide Bohrmaschinen finde ich sehr empfehlenswert. Und damit kann man mit kleinem Platzbedarf, mit einem kleinen Budget wirklich sehr gut in einer kleinen Werkstatt arbeiten oder auch in einer mittelgroßen Werkstatt arbeiten. Die Dinger sind mobil. Ich finde das halt auch immer praktisch, wenn ich irgendwo hin will, eine Bohrmaschine brauche vor Ort, von wegen, ich kann die einfach mir unter den Arm nehmen, kann die mitnehmen, kann irgendwo vor Ort bohren und das ist wirklich sowas von praktisch. Also wie gesagt, ich kann ja auch in meiner Werkstatt, wenn ich mal lange Träger habe, habe ich auch schon gehabt, dann habe ich die einfach auf den Boden gelegt, habe auf dem Boden damit gearbeitet, ist auch völlig problemlos. Oder ich stelle sie halt hier auf den Tisch, kann hier lang was rüberlegen oder so. Das ist eine unglaubliche Flexibilität, das muss man auch als Riesenvorteil von diesen Tischbohrmaschinen sehen. Ansonsten, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und beim Bohren. Bis dann, euer Manni. Als kleinen Nachtrag, man ist hier immer so zwischen 30,4 und 30,6, also da gibt es hier keine Unterschiede. Eine Lochsäge ist nie so hundertprozentig genau, aber die sind wirklich unschlagbar günstig, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe da schon mit der 30er bestimmt 15, 20 Löcher gebohrt, heute auch mal wieder hier 5 Löcher und die ist immer noch wie neu. Also die sind von der Qualität her sehr gut. Man kann damit schön große Löcher bohren, nicht hundertprozentig genau, aber für viele Sachen reicht das wirklich aus und die funktionieren wirklich super.